Hallo, ich bin Simon Jäger. Mein Name ist Sascha Rotermund. Mein Name ist David Nathan. Ich bin Tanja Gieke. Ich bin David Kunze. Mein Name ist Thilo Schmitz. Ich bin kein Knirps, ich bin schon 10. Vor 2 Tagen hatte ich Geburtstag. Sind Sie der Anwalt? Gut, sehr gut. Ich bin Simon. Simon Sachs. Der Simon ist ja ein ganz normaler Junge, bloß mit einem Hirntumor. Und durch die Medikamente ist er meistens sehr müde. Das ist ein bisschen schwer nachzuahmen, weil ich halt sehr munter bin. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wenn Sie noch mehr meiner Rechte verletzen wollen, gerne. Sie und Ihre gesamte Einrichtung zu verklagen, wäre sicher eine amüsante Abwechslung. Robert Stern ist ein Anwalt, ich würde jetzt mal so sagen, um die 40, vielleicht Anfang 40, der eigentlich ein ganz warmherziger Charakter ist. Der hat aber vor 10 Jahren sein Kind verloren, das ist im Kindbett sozusagen gestorben. Und darin ist dann auch seine Ehe zerbrochen und darin ist auch er zerbrochen. Jetzt lass mich mal ausreden. Ich bin kein Idiot. Anwälte wie du fliehen nicht ohne Grund vor der Polizei. Also sag mir, warum wir bei der Spedition nicht gewartet haben. Der Kollege ist erstaunlicherweise bis auf seine Vergangenheit vielleicht sehr nah an mir dran. Er ist sehr bodenständig, hat einiges im Leben schon durch, hat viele Beziehungen in der Stadt, kennt sich gut aus und ist von großer körperlicher Statur und sehr selbstbewusst. Also es kommt mir doch sehr nahe. Also beim Kind finde ich es vor allem spannend, dass es in der Stadt spielt, in der ich geboren bin, groß geworden bin, aufgewachsen bin und natürlich dadurch Orte und Straßen mir sehr bewusst sind und sehr, sehr bekannt sind. Und das erleichtert bestimmt auch einiges. Also ich kann mir das sehr viel bildlicher vorstellen als zum Beispiel ein amerikanisches Buch oder sowas, weil ich da die Straßenecken und auch den Habitus der Menschen einfach nicht so kenne. Und das finde ich ganz spannend, ja. Also meine Rolle ist der Engler, der Oberpolizist, der sozusagen den Fall aufklären soll. Ja, Hörbuch und Hörspiel sind zwei völlig ganz grundunterschiedliche Dinge, also außer, dass man sich vor einem Mikrofon befindet. Ein Hörbuch ist quasi wie ein Hörspiel, was man selber mit allen Rollen füllt und mit allen Beschreibungen, die da drin sind. Und bei einem Hörspiel wird mehr gespielt, also man steht am Mikrofon oder man sitzt auch manchmal, aber man bewegt sich und spielt eine Rolle körperlicher, als wenn man einfach nur ein Hörbuch vorliest, sage ich mal. Also es ist eine andere Herangehensweise in der Arbeit und man hat auch eine andere Haltung. Ich liebe Hörbücher, ich höre die auch total gerne, aber ich liebe auch Hörspiele. Das ist einfach irgendwie nochmal eine reichere Welt mit Geräuschen und Atmosphäre und da entsteht irgendwie auf eine andere Weise im Kopf ein Film oder ein Bild als bei einem Hörbuch. Da hat es eben mehr von einem, ja, als würde jemand an deinem Bett sitzen und dir eine Geschichte erzählen. Das ist, ich mag beides sehr gerne, aber ich finde es dann eben auch gut, wenn es beides gibt. Thank you.